60 Jahre Stadt und Erholung, Gabi Prim. Ich sag mal, die neue Rasenreporterin. Was passiert da? Ich bin nicht die neue Rasenreporterin. Ich mache das schon jetzt im dritten Jahr. Okay. Ich gehe auf die Plätze. Es gibt 14 Standorte bei der Stadtranderholung. Mache Fotos von den Kindern, interview die Kinder, frage aber auch die Betreuer, ob sie das zum ersten Mal machen oder wie die Zukunft aussieht. Ich will so ein Gesamtbild erstellen und mache dann den Gesamtumblick, um eben darzustellen, wie die Stadtranderholung verläuft. Wie verläuft die denn so? 14 Standorte, was sind denn da so die Highlights? Wo passiert denn da was? Also auf jedem Platz ist immer Action. Ich sehe das ja, wenn ich ankomme, dann ist ein Gewusel, außer es läuft jetzt ein besonderes Projekt. Und dann gehe ich zu den Kindern, interview die und dann wird gespielt und gelacht und alle wollen sofort wissen, wer bist du und warum machst du hier Fotos und kommen wir jetzt in die Zeitung. Das ist immer ganz aufregend, auch für die Kinder. 1554 Kinder sind dieses Jahr dabei, habe ich gerade gehört. Die meisten natürlich wieder in Wedau auf dem großen Platz, aber darüber hinaus, was ist denn jetzt so beispielsweise Ihr Lieblingsplatz, wenn Sie sich einen aussuchen dürfen? Ich habe keinen Lieblingsplatz. Alle gleich? Nein, alle gleich, wirklich. Ich fahre auch überall gerne hin und es ist überall ein bisschen anders, aber überall auch ein bisschen gleich, weil die Situation ist ja fast überall die gleiche. Jetzt sind die Kinder im Alter zwischen 6 und 14 Jahren. 13, ja. Oder 13, also doch schon eine erhebliche Diskrepanz, aber trotzdem gibt es da, weiß ich nicht, Gruppen, die sich irgendwie zusammenfinden. Wie funktioniert das? Ja, das sind ja immer Zehnergruppen und ich denke, die Betreuer gucken auch so ein bisschen auf das Alter. Also ich war heute in einer Mädchengruppe, bestand tatsächlich nur aus Mädchen und waren aber alles so mehr 6-7-Jährige. Ich glaube, die sortieren auch so ein bisschen die einzelnen Gruppen nach dem Alter. Und das klappt ganz wunderbar. Aber die Großen kümmern sich auch immer um die Kleinen. Also ich selber habe am Platz noch keine Probleme erlebt. Also das Ganze hat dann auch so ein bisschen, ich weiß nicht, geschwisterliche Aspekte in dem Moment. Ganz bestimmt. Ich glaube, die älteren Kinder sind auch immer so ein bisschen fürsorglich und denen macht das auch Spaß. Dieses Jahr gibt es wie jedes Jahr auch zum Abschluss wieder eine ganz besondere Aktion, wo der Delta-Musikpark gestürmt wird. Wie haben wir uns das vorzustellen? Das ist eine ganz spannende Aktion. Da sind wirklich alle Kinder von allen Plätzen zusammen und dann wird getanzt und gelacht. Und die Kinder sind wirklich ganz rührig. Das sollte man sich wirklich ansehen vor Ort. Das ist wirklich ganz toll. Jetzt haben Sie etwas in der Hand. Ich sag mal, da sind Sie auch nicht ganz unschuldig dran. Zusammen mit der Elisabeth Burmann haben Sie da etwas entworfen. Was ist denn das? Das ist unsere Stadtrandzeitung. Die haben wir aufgelegt zum 60. Jubiläum der Stadtranderholung. Wir wollten einmal die Chronik in Schrift und Bild verfassen, haben dafür eine Grundlage gesucht und kamen auf die Idee, eine Zeitung herzustellen. Die ist im ersten Moment für Kinder gedacht. Es ist auch mit Gewinnspiel, da kann man was gewinnen. Aber auch für die Eltern, die vielleicht mal einen Blick reinwerfen und dann mal schauen können, was bei der Stadtranderholung los ist und vielleicht auch für kleinere Kinder als Idee, gehe ich da vielleicht mal im nächsten oder übernächsten Jahr nämlich dann mal teil, möchte ich da auch mal hin. Ja, das wollten wir den Eltern und Kindern mal mit auf den Weg geben. Okay, dann bedanke ich mich für die ausführlichen Informationen und wünsche jetzt noch 20 Tage lang Riesenspaß. Dankeschön.